So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Und ja, erstmal sorry, dass gestern kein Video kam. Ich bin ein bisschen krank geworden, habe ich auch einen Beitrag erstellt auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es viele gesehen haben, das checke ich jetzt mal live ab. Community, es hat 9 Likes, okay, immerhin 2 Kommentare. Also haben es doch welche gesehen. Sorry dafür, vielleicht wird es heute Abend einen Stream geben, aber ich wollte eigentlich nur den Stream anschmeißen, wenn ich allerhöchstens 20 zu 3 stehe. Und mittlerweile stehe ich jetzt schon 12 zu 2. Sehr, sehr schlechte Weekend League von mir jetzt schon. Keine Ahnung, was ich hier falsch gemacht habe. Ich war 4-0 am Gewinn, hab eine 4-0. Ja, ich war 4-0 am Gewinn, hab ein 4-0 hergegeben. Es ist unfassbar. Trotzdem geht Cristiano Ronaldo ganz gut ab. Wo die Plätze frei sind, hatte ich Campbell und Ballack Gleichspieler. Was mit dem passiert ist, will ich jetzt nicht sagen lieber. Und dann so wird jetzt das hier mein neues Team werden. Also was heißt neues? Es ist nur gleich geblieben, nur dass die Gleichspieler wegkommen. Und dann, ja, wird das Team so aussehen. Okay, ich wurde kurz abgelenkt von meinem Bruder. Weiter geht's, Leute, mit dem Video. Ich weiß jetzt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, ich wollte euch Ronaldos Stats zeigen. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier noch Mertens umwandeln. Nein, Golan umwandeln. Dann werde ich so, ja, in die Weekend League spielen. In-game werde ich natürlich so spielen. So. Und Ronaldo so. Ja, für die Chemie werde ich es dann so spielen. Vor dem Spiel. Und ja, hier seht ihr Ronaldos Stats, Leute. 14 Spiele, 27 Tore, 14 Vorlagen. Ach, der Typ ist krank. Ansonsten, was kann ich noch so empfehlen, Leute, wenn ihr Storage gemacht habt, wechselt ihn nicht nur ein, lasst ihn spielen. Er ist so gut. Meine zweite Weekend League, wo ich mit dem Main spiele und Alter, so ein krasser Spieler hätte ich nicht gedacht. Auch Aubameyang, der ist nur ein Einwechselspieler und gönnt euch seine Scorer-Punkte. Das sind, glaube ich, insgesamt 60 Scorer-Punkte, die er hat in 65 Spielen. Und nur in der zweiten Halbzeit durch eine Einwechslung kommt er halt rein. Okay, ansonsten, Leute, fangen wir an mit dem Hauptvideo. Danke für das ganze Feedback im letzten Video. Wir haben über 500 Klicks und wir haben 30 Abos gemacht in 2 Tagen. Keine Ahnung, wo ihr alle neuen herkommt. Auf jeden Fall Grüße gehen raus, Leute. Und ja, sollten wir die 1300 dieses Jahr noch schaffen, dann werde ich auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel raushauen, nur für euch. Und ja, genug geredet, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Hauptthema vom Video. Sagen wir einfach mal, es werden ja auf jeden Fall noch neue Icon SBCs kommen. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Ballack und Campbell. Ihr wollt euch Ballack machen, dann ja, fangt ihr an ihn zu machen. Dann seht ihr hier Icon genau eine. Zeige ich euch auch nochmal kurz. Hier müsst ihr eine Icon abgeben. Anstatt dass ihr hier jetzt irgendeine Icon abgibt, wie zum Beispiel, ich glaube das ist unten mit die billigste Icon, oder? Ist ja egal, dann macht ihr es so und dann gebt ihr es ab. Dann bezahlt ihr hier für die billigste Icon auf dem Markt. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie viel die billigste Icon kostet. Hier gehen wir unter Icon. Okay, die billigste Icon kostet momentan 665k oder ja, 665 sagen wir einfach mal. Und Campbell Prime kriegt ihr zurzeit für 705k. Das sind insgesamt 40k teurer als die billigste Icon, kriegt man den Prime Campbell hier für 710k. Und die billigste Icon sagen wir jetzt einfach mal 660k. Sind 50k teurer, kriegt ihr einen Campbell Prime. Und sagen wir, ihr wollt euch Ballack machen, dann holt ihr euch die Icon, haut wieder rein und kriegt ihr hier ein 100k Pack. Aber was ihr jetzt macht, wenn ihr dann hier bei Ballack machen wollt oder die nächste Icon SBC, die kommt, dann geht ihr unter die Baby Icon, wenn sie natürlich auch so billig ist. Die komplette SBC hier, Leute, hier kriegt ihr einen, ich glaube, 40k Pack, so ähnlich, weil das sind 7 seltene Goldspieler. Hier kriegt ihr einen 30k Pack, ein 45k Pack, ein 50k Pack, ein 100k Pack. Und ein 55k Pack. Und dann bezahlt ihr 710k einfach für die Icon. Dann kriegt ihr ja Campbell. Aber kriegt ihr noch Packs im Wert von, ich weiß nicht, 300.000 Coins. Dann habt ihr noch hier heftige Packs. Dann macht ihr vielleicht am Ende 200k aus den ganzen Packs. Habt hier für Campbell Prime dann 500k bezahlt. Und dann könnt ihr Campbell Prime ja hier reinpacken und dann abgeben. Hier tut ihr dann Campbell rein. Und dann zeige ich euch ganz kurz, dass es klappt. Dann habt ihr Campbell abgeschlossen. Hier den 89er. Packt ihn hier rein und sendet ihn ab. Und das Gute ist, dann habt ihr noch richtig heftige Packs von Campbell einfach hier bekommen. Hier kriegt man, ja, das ist krass, hier kriegt man so geile Packs. Und am Ende könnt ihr den einfach hier reintun. Ich einfach mal an meine Community sowas weitergeben wollte. Anstatt, dass ihr jetzt einfach hier eine Icon vom Markt kauft, macht euch lieber Campbell, da kriegt ihr krasse Packs. Seid am Ende 50k über die billigste Icon, aber habt dafür noch heftige Packs, wo ihr locker easy mehr als 50k rausmacht, allein wenn ihr alle Packs abstoßt. Ja, 40.000, wenn ihr alle Packs abstoßt, dann habt ihr schon Campbell, ja, das Geld raus, dann fehlen euch noch 10k. Aber ihr zieht ja sowieso was, was ihr dann verkaufen könnt. Und ich sage, ihr macht hier aus diesen Campbell SBCs mit ein bisschen Luck mindestens 200k raus aus allen Spielern. Ich habe beispielsweise eine Campbell SBC gemacht, wie ihr hier seht, habe ich 30k bezahlt. Und was wir gezogen haben, zeige ich euch jetzt mal kurz. Ah, jetzt schon weg, hier Buffon, 30k. Aber wir haben jetzt schon hier, der hat 10k Gewinn gemacht, weil ich glaube, die SBC hat 20k gekostet für mich, da ich nur 2 Informs kaufen musste. Buffon gezogen, für 32k verkauft, sind 8k Gewinn. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr ein Icon-SBC machen wollt, ganz kurz, so eine Ballack-SBC zum Beispiel, wo ihr eine Icon abgeben müsst bei Ballack, dann macht ihr euch lieber so einen Campbell. Er läuft jetzt noch 29 Tage und dann packt ihr Campbell am Ende in Ballack rein. Eine Homo natürlich. Und ja, so seid ihr am Ende billiger raus mit noch viel, viel mehr an Packs. Dann könnt ihr sogar ein dickes Pack-Opening machen.
Und ja, Leute, das war's vom kurzen, knappen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, schaltet gerne morgen wieder ein. Vielleicht gibt's auch heute Abend einen Stream, deswegen macht gerne die Glocken aktiv. Sollte ich, ja, jetzt noch 8 Siege machen und mindestens nur einmal verlieren, dann werde ich auf jeden Fall den Stream anhauen und machen wir dann zusammen Road to Elite 1. Ansonsten, Leute, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis morgen und ciao.